Ups. Vor lauter auf die Minimap gucken. Nicht auf die Stacheln vor mir geachtet, hä? Oh. Die Idee finde ich gut. Los, abhauen hier. Und einfach hier stehen bleiben. Autsch. Ja, nicht zu lange stehen bleiben. Aber die Idee war gut, weil jetzt sind alle Kanonen tot. Getötet von der eigenen Falle. Und wir können uns erstmal die Strange Plank hier einsacken. Hatten wir ja schon lange keine mehr. So. Und die Jungs ausschalten. So, und du? Sequenz complete. Secret wurde freigegeben. Aber wo jetzt? Wo wurde ein Secret revealed? Ja, müssen wir uns halt überall nochmal umgucken. Aua. Da ist nur der Weg runter. Da ist was zu essen. Hier sieht es nirgendwo nach Secret aus. Da ist der Save Point, den wir aktiviert haben. Hier ist auch nirgendwo ein Secret, oder? Aktiviert worden? Nö. Das ist auf jeden Fall wieder die Bonus-Stage. Autsch. So viel bin ich mir sicher. Ich würde gerne scrollen können auf der Map, aber ich kann es ja neben nicht. Höchstens das Secret wurde unten revealed. Also ein Stockwerk tiefer. Ah, ich sehe schon. Bist du das Secret, was revealed wurde? Hier drüben? Ja, das sieht doch ouch. Gut aus, würde ich sagen. Und dann sterbe ich einfach. Save Point. Gut. Ja, genau, hier lang. Hier lang und hier runter. Hier wurde das Secret geöffnet. So, da müssen wir nur noch drüber kommen. Autsch. Da war ich zu schnell. So. Ich habe schon über 40 Tode, das war Nummer 43. Weil ich ja so ungeduldig bin manchmal. So. Ja. Ist klar, so. Jetzt aber. Ich hasse Instant Death Stacheln. So. So. Oh, da geht's in die Bonus Stage. Bonus Stage ist gut. Something happened. Also irgendwas ist passiert schon mal und wir haben Mana freigeschalten. Was hast du uns zu sagen? Hey, tread carefully. Okay, wir sollen uns vorsichtig bewegen. Au. Nein, da lang ist schon mal falsch. Okay. So viel zum vorsichtig bewegen. Ist mir völlig wurscht. Wir haben es hier rüber geschafft. The Secret Shop Area has been revealed.
Aber wir sind hier oben gelandet. So. Something has happened. Ist hier etwas passiert? Jetzt gucken wir noch schnell, wo something happened ist. Ich kann mir ja vorstellen, dass da oben something happened ist. Au. Au. Au, au. Nö. Außer vielleicht? Nö. Hier ist nichts passiert. Ja, ich hätte gerne die Secrets da oben noch gehabt, aber ich habe keine Lust jetzt zu suchen, wie man da rankommt. Hier haben wir den Schalter gedrückt, aber hier sehe ich nicht sonderlich was, was passiert sein könnte. Wow. A secret passage has been revealed. Wo denn? Oh, und ich habe die Münze vergessen. Ganz ehrlich, die Vendor-Münze, die hole ich mir jetzt noch. Ist mir egal, ob ich jetzt hier nochmal durch muss. So. Geht ja schnell, wenn ich aufpasse. So. Und da hat mich gerade irgendwas kurzzeitig aus dem Spiel gekickt und ich bin gestorben. Mist. So. So. Und hoch. So. Genau. Vendor-Münze. Hey, ein Mana-Upgrade. Stacheln und weg hier. Hier ist auch irgendwas passiert. Ist mir aber alles jetzt wurscht. Ich hab's hier durchgeschafft. Ich will hier oben speichern. Ah. Und ich würde jetzt gerne den Weg. Autsch. Nehmen, der mich nach unten bringt. Genau den Weg da. So. Hier sind schon mal meine Händler. Und da drüben ist der Weg, den ich hoch bin. Okay. Holy St- also auf jeden Fall Sword Damage. Sword Arc. Nochmal Sword Arc und nochmal Sword Damage. Damage, Duration, Charge Damage. Viel wichtiger hier. Healing Effectivity. Armor. So. Jetzt können wir uns viel besser heilen. Jetzt heilen wir nämlich, glaube ich, 8 für 6. Also kriegen wir mehr Health, als wir Mana ausgeben. Und hier wäre noch eine Vendor-Coin gewesen. Ja, guckt euch das an, was für einen Trefferradius wir jetzt haben. Das ist schon gemein. Only 4 more left. Und ja, ich brezel hier gerade wieder durch, ich weiß. Aber ich kann es eben.
sonst mache ich nämlich ordentlich Schaden. Meine Fähigkeiten machen ja auch noch mal mehr Schaden. So. Gut. Hier habe ich eine Meute von Gegnern. Und ja, ich habe die Bonus-Stage noch gar nicht gefunden vom vierten Akt. Das stimmt allerdings auch. So. Weg mit euch. Weg mit euch allen. Dort ist schon mal der zweite Schalter. Health Upgrades. Und viel zu viel Zeug auf dem Bildschirm. Mana-Entzugsbanner. Wow. Gönnt mir doch mal eine Pause, Jungs. So. Ja, wie lang jetzt? Ich versuch's mal die Richtung. Raus aus dem seinen Bereich. So, dann drehen wir uns mal um ihn. Ups. Okay. So sterben wir nur. Und ich habe echt keine Ahnung, wie man an die Dinger hier rankommt. Hier war nichts. Ich nehme mal an, wir haben auch einen Großteil schon von dem oberen Bereich geklärt. So. Ja. So. Plus 1 Armor, sehr schön. Wir haben ja, glaube ich, jetzt einen Großteil unserer Armor-Upgrades ausgereizt. Deswegen müssen wir gucken, dass wir solche Sachen einsammeln. So. Einmal durchbrummkreiseln. Und hier ist es wieder viel zu verwinkelt. Und ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich weiß, wo ich hier bin. Ich will die Vermutung mal kurz bestätigen. Erst einmal hier den Schalter drücken. Dass ich den nachher nicht vergesse. Den Boss ignoriere ich einfach mal. Genau, ich bin auf der anderen Seite der Goldtüre. So, Boss ist weg. Das ging schneller und einfacher als gedacht. So, hier weg, hier weg. Spawner weg. Wow. So. Ups. Okay, das sollte ich wirklich lassen. Da einfach vor dem Ding rumrennen zu müssen, rumkreiseln zu können und dann einfach verrecken. So. Au. Und ich sollte endlich mal aufpassen und mich nicht dauernd von diesen Messern treffen lassen. So. Da war nur eins. Only one more to go. So. Ah, Anti-Magie-Banner. Wow. Au. Ah. So, weg mit euch erstmal. Ihr seid mir zu anstrengend. So. Ja. So, Goldschlüssel. Damit kommen wir durch die Tür. Und da unten ist der Stacheldinger. Wow, der war aber jetzt schon mal schnell weg. Und da drüben hätten wir den letzten Sequence Complete. Okay. Ich glaube, wir haben gerade den Dings freigeschalten. Den Bonusraum. So, erstmal hier alles leer machen.
Ah ja, gut. Das war der Freund hier. Ah ja, und ich sehe den Bonusraum auch schon. Also den Weg zum Bonusraum. Erst einmal aber hier oben noch mehr machen. So. Beziehungsweise hier oben auch noch. Ich habe ja beim Durchheizen hier jetzt so viel liegen gelassen. Was gar nicht gut ist, weil wir brauchen eigentlich noch Gold. So. So. Gut. Au. So, jetzt hier durch. Die Messer abwarten. Okay, ein neues Rätsel. Du machst nur eins. Du machst zwei. Du machst zwei. Hm. Du machst alle drei. Okay. Du machst die unteren beiden. Du machst das obere. So, das heißt so. 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 Ah, das ist nicht gut. Du machst nur da. Du machst da. Du machst da. Du machst da. Du machst... Okay. Du machst nur die beiden. Du machst alle drei. Okay. Du machst nur das obere. Du machst die beiden. Ah, du machst das. Das ist nicht so toll. Erstmal wieder alle aus. Okay. Du machst hier vier. Ah. Du machst die zwei. Also du machst hier. Dann machen wir hier aus. Können hier ausmachen. Können hier nur eins anmachen. Ah, so. 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 So, na. Nein, das war falsch. Das ist richtig. Nein, das ist auch nicht ganz richtig. Nein. So vielleicht? Nein, der macht alle drei. Hm. Der macht hier alle drei. Und ich kann mich mal kurz heilen, jetzt wo mein Mana voll ist. Ja, interessant, dass sie hier nochmal so ein großes Rätsel einbauen. Hm. So, hier sind... Du machst nur eins. Du machst die beiden. So, du machst alle drei. Nein, du kannst ja nur die den oberen machen, ja. Du machst die beiden und du machst den da. So, wenn wir das so machen und so machen... So. Na, der macht alle drei. So.